Schönen Nachmittag, Herr Groß. Was war denn Ihre erste Reaktion, als Sie heute dieses Video zur Kandidatur von Alexander Van der Bellen gesehen haben? Einen schönen Nachmittag aus Graz. Stell dir vor, Alexander Van der Bellen will mit knapp 80 noch einmal Bundespräsident werden und keinen interessiert. Und die wenigsten unterstützen es. Alexander Van der Bellen ist der Lord Siegelbewahrer des österreichischen Systems. Er hat 6 Jahre lang dieser Regierung die Räuberleiter gemacht. Er war auf einem Auge blind. Er hat zwar Strache und Codenus durch Sonne, Mond und Sterne geschossen, wenn es ihm parteipolitisch opportun war. Aber dafür hat er bei Sebastian Kurz, bei Gernot Blümel, bei einer Reihe von Justizministern, Finanzministern, Regierungsmitgliedern, die vom Staatsanwalt gejagt werden, keine Silbe verloren. Ganz im Gegenteil, er war 14 Mal der Angelobungsautomat, die Drehtür der Hofburg, die personifizierte. Er hat aus der Hofburg ein Vogelhaus gemacht und aus dieser Republik durchaus eine Lachnummer, eine internationale, wo wir uns mittlerweile in Sachen Stabilität mit Italien matchen. Das heißt, Van der Bellen ist nicht die Lösung des Problems in Österreich, sondern er ist Teil des Problems, weil er die letzten 6 Jahre den rot-weiß-roten Rock nicht angelegt hat, sondern in Wahrheit immer ein Grüner geblieben ist, der mit einem gewissen Maß an Schlitzohrigkeit seine eigene politische Agenda vertreten hat, aber sich nicht schützend vor die Bevölkerung in Österreich gestellt hat. Herr Groß, Sie haben ja gesagt, Sie werden am 21. Juni bekannt geben, ob Sie antreten werden oder nicht. Wie würden Sie denn Ihre Präsidentschaft anlegen? Also offensichtlich ganz wichtiger Punkt, Unabhängigkeit, politische Unabhängigkeit. Selbstverständlich, ich bin 2015 aus gutem Grund aus dem aktiven politischen und parteipolitischen Leben ausgestiegen, weil ich nicht gedenke, mein Hirn beim Pförtner einer Parteizentrale abzugeben, weil ich nicht gedenke, mich politisch oder ökonomisch von Parteien oder deren Lobbyisten abhängig zu machen. Ich glaube, dass das Amt des Bundespräsidenten das höchste und vornehmste in Sachen Unabhängigkeit ist. Der Bundespräsident ist keiner Partei, keiner Regierung wie Van der Bellen, sondern nur der österreichischen Bevölkerung verpflichtet. Wenn wir einen Blick auf die Amtszeit von Van der Bellen die letzten Jahre zurückblicken, dann hat er brav bei all diesen Schandtaten der österreichischen Bundesregierung, bei dem Corona-Maßnahmengesetz mitgemacht, wo es nur ging. Teilweise waren diese Gesetze, diese Verordnungen verfassungswidrig. Er hat sie dennoch quasi abgewunken, unterschrieben. Er hat keine Worte gefunden, wie Grundrechtsbrüche in diesem Land plötzlich von der Regierung verordnet worden sind. Er hat keine Worte gefunden, keine mahnenden Worte gefunden. Er ist nicht der Regierung in die Parade gefahren, wie er gesehen hat, dass diese Regierung nach 14 Wechseln nur mehr eine Lachnummer ist. Wie ich den Wahlkampf anlegen würde, wenn ich am 21. Juni tatsächlich die Kandidatur bekannt gebe, wovon Sie vielleicht heute schon ausgehen können, das ist auch klar. Ich würde den Österreicherinnen und Österreichern versprechen, dass mit dem Tag der Angelobung als Bundespräsident es die Usancen so vorsehen, dass die Regierung dem Bundespräsidenten, dem Neuen, den Rücktritt anbietet. Ich würde sofort den Rücktritt annehmen. Neuwahlen ausrufen, erster Punkt. Zweiter Punkt, ich würde Österreich zu einem Verfassungsreferendum über eine Beibehaltung der EU-Mitgliedschaft führen, weil ich der Meinung bin, dass diese Europäische Union nach 2015, wir schaffen das Krise, Asylkrise nun mit den Sanktionen zutiefst zerstörerisch die Mitgliedstaaten wirtschaftlich ruiniert. Und ich würde gemäß meinem Motto, dass ich ein unabhängiger Mensch bin, die Zeit für Sauberkeit in diesem Land einläuten. Und zwar für eine Sauberkeit, für eine politische Sauberkeit, die alle politischen Parteien betrifft, weil ich keiner verbunden und von keiner abhängig bin. Es gibt ja gewisse Werte, die in Österreich in Stein gemeißelt zu sein scheinen, wie zum Beispiel die Neutralität. Wie würden Sie denn diese Frage sehen? Denn in den letzten Wochen stellen sich ja immer mehr Beobachter und Politexperten die Frage, ob Österreich eigentlich zum Ersten überhaupt noch neutral ist und zum Zweiten das auch sein soll. Ja, die Frage habe ich mir die letzten 3 Monate auch gestellt. Wie ich die Äußerungen von Van der Bellen selbst, vom Bundeskanzler Nehammer und von Außenminister Schallenberg gehört habe, die mir massiv parteiisch im Blickpunkt des Ukraine-Konflikts waren, wo wir bei den Sanktionen mitgemacht haben, wo wir mittlerweile pardonieren, dass NATO-Waffen quer durch Österreich geliefert werden, ein klarer Bruch des österreichischen Neutralitätsgesetzes. Also ich, im Gegensatz zu Van der Bellen, wäre der Hüter der Neutralität und nicht nur das, ich würde die Neutralität auch ausbauen, weil ich der Meinung bin, dass es nicht nur eine saubere militärische Neutralität braucht, sondern auch eine politische und auch
eine rhetorische. Das sind meine Vorbilder, durchaus Rudolf Kirchschläger, ein Kurt Waldheim, ein Bruno Kreisky, aber auch ein Jörg Haider, die vor allem im Nahosten, ich würde sagen weltweit diplomatisch, einen guten Ruf genossen haben. Und Österreich immer ein zentraler Standort für Friedensverhandlungen war. Ich erinnere an das Treffen Nikita Khrushchev und John F. Kennedy in Wien. Ich erinnere an die Besuche von Yasser Arafat oder Libyens Staatschef Gaddafi. Österreich war die Drehscheibe der Friedensverhandlung, der Diplomatie. Heute heult Österreich im Chor der Kriegstreiber mit. Und wir zerstören uns damit nicht nur politisch, dann auch gesellschaftlich, sondern auch sozial, wirtschaftlich und am Ende demokratisch selbst. Und hier wäre ich ein aktiver Bundespräsident, der dieser Regierung, wenn es sein muss, jeden Tag in die Parade fährt. Und dann noch ganz kurz eine demokratiepolitische Frage. Es wird ja vor allem von der FPÖ kritisiert, dass die anderen Parteien gar keinen anderen Kandidaten ins Rennen schicken gegen Alexander Van der Bellen. Jetzt könnte es Herbert Kickl sein oder vielleicht Susanne Fürst. Wie demokratiepolitisch bedenklich ist denn das? Also ich begrüße jede Kandidatur. Ich begrüße es, wenn österreichische Staatsbürger, politisch Interessierte und im besten Fall auch unabhängige Personen sich in den Dienst der Sache und des Landes stellen. Eine Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten ist wahrscheinlich die entscheidendste Frage, die man sich in einem Leben auch stellt, weil es die vornehmste Aufgabe eines Staates ist. Und daher finde ich es sehr schade, dass nicht weitere Parteien oder nicht nur weitere Parteien, denn die sind ja erst wieder nicht unabhängig, sondern sich nicht weitere Persönlichkeiten in diesen Wahlkampf stellen, sondern es droht in Österreich zu einer Abstimmung zu kommen à la Nordkorea mit einem Systemkandidaten, hinter dem sich alle Parteien und das Establishment versammelt, nämlich mit Alexander Van der Bellen, um die nächsten 6 Jahre hinter seinem Rücken im Dunstkreis des Stillstandes weiterhin die Geschäfte zu machen. Das sehe ich nicht ein, wenn die FPÖ wen aufstellt, ob das nun Herbert Kickl sein soll, gegen den ich ja persönlich nie etwas hatte, ganz im Gegenteil, ich kann ja etappenweise seine Politik durchaus unterstützen, oder Susanne Fürst, die durchaus eine akzeptable Nationalratsabgeordnete ist, oder Norbert Hofer. Wie gesagt, wir haben jetzt mittlerweile bald Juni. Ich finde es ja recht spannend. Die FPÖ sollte wissen seit 5 Jahren, dass in diesem Jahr die Bundespräsidentenwahl ist. Das heißt, man sollte sich dann doch bald einmal entscheiden. Aber wie gesagt, ich begrüße es. Ich trete auch nicht gegen die FPÖ an, wenn ich antrete, oder gegen einzelne Kandidaten, der SPÖ oder der ÖVP. Ich trete für das Land an und gegen Alexander Van der Bellen, gegen den Amtsinhaber. Und so werde ich, wenn ich am 21. Juni meine Kandidatur bekannt gebe, auch diesen Wahlkampf anlegen. Ja, dann danke ich Ihnen vielmals für Ihre Zeit und Ihre Ausführungen, Herr Groß, und bin schon gespannt auf den 21. Juni, aber auch auf die Zeit davor. Vielleicht meldet sich ja doch noch jemand, der in den Ring steigt, zusätzlich mit Ihnen und Alexander Van der Bellen. Schönen Abend und danke, bis zum nächsten Mal. Alles Gute.